Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute möchte ich mal zeigen, wie ich mir mein Magic Dust zubereite. Die Gewürzmischung ist ja allgemein bekannt. Ich habe die ganz klein bisschen variiert. Ich gebe da immer noch ein klein wenig vom geräucherten Paprika damit zu. Als erstes nehme ich dann heute hier 8 Esslöffel süßes Paprikapulver. Das ist heute hier eine spanische Sorte. Die ist wirklich sehr mild und sehr appetitlich. Dann habe ich hier 4 Esslöffel vom Salz. Ich nehme da feines Salz. Früher habe ich immer grobes genommen. So richtig gut war das aber nie. Dann habe ich hier 4 Esslöffel Puderzucker. Ja, den ganz normalen, den man so im Discounter kaufen kann. Nichts Besonderes. Dann kommen da noch 2 Esslöffel Senfpulver dazu. Dann habe ich hier 1 Esslöffel Chilipulver. Das ist hier ein sehr, sehr scharfes. Also da nehme ich ein bisschen weniger. Dann kommt dazu nochmal 4 Esslöffel vom Kreuzkümmel. Ja, den habe ich mir hier so in so einem indischen Lebensmittelladen gekauft oder im Asia-Shop gibt es das auch ganz preiswert. Dann habe ich 2 Esslöffel schwarzen Pfeffer, den habe ich frisch gemahlen. Dann kommt hier noch Knoblauchpulver, das sind 4 Esslöffel. Ja, die sind, kann man auch diesen vom Discounter nehmen, diesen kleinen Gläschen und das dann entsprechend die Menge da zugeben. Und dann hier nochmal als Abwandlung, weil ich halt auch ein bisschen weniger vom Chili-Pulver nehme, nehme ich hier nochmal 2 Esslöffel vom geräucherten Paprikapulver. Und dann das Ganze gut miteinander vermengen. Ja, ich mache das hier mit so einem kleinen Quirl. Ja, und so sollte das dann nachher aussehen. Das ist eine relativ helle Mischung. Ja, das ist also, wenn man es im Original macht, ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr im Rotton. Aber dadurch, dass ich jetzt hier weniger Chili rangegeben habe und dass die Menge jetzt nicht ausgeglichen wurde durch das Rauchpaprika, ist das also ziemlich hell. Ja, und so sollte das dann jetzt letztendlich aussehen. Ich fülle das jetzt noch in ein Gläschen rein. Das ist das, was ich hier so immer in der Küche als Bedarf habe. Und das, was jetzt noch übrig bleibt, das wird dann nochmal verschenkt. Das ist jetzt erstmal die Menge, die ich mir mal als Küchenvorrat nehme. Ja, und diesen Rest, den fülle ich jetzt gleich nochmal in andere Gläser ab und verschenke das dann. Ja, ich wünsche dann viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Probiert es einfach mal aus, es lohnt sich, es ist wirklich lecker. Ich wünsche auf alle Fälle einen guten Appetit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss!